Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft. Ja, ich bin immer noch da in dieser Höhle drinnen. Die viele kleine Gänge hat, aber auch immer wieder, aber dann dahinter noch so versteckte Höhlensysteme. Wie hier zum Beispiel, wo es noch weitergeht. Das heißt, ich werde mir da das hier noch anschauen. Da noch was ist, beziehungsweise wie weit das da noch geht. Es schaut doch wieder ein Stückchen größer aus. Da ist auch irgendwo Wasser. Ah, ist das der andere Eingang, den ich schon gesucht habe? Scheint so. Ich habe von draußen einen zweiten Eingang in diese Höhle gesehen. Schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Oder geführt er direkt ins Meer rein. Kann natürlich auch sein. Schauen wir mal. Wo sind wir hier? Oh. Ah ja. So, geht's denn da runter? Das war eh hier. Ja, sind wir wieder in der Höhle drinnen. Dann können wir eigentlich hier auch eine, das uns auch irgendwo markieren, dass hier rausgeht. Nehmen wir auch ein paar Ressourcen mit und dann würde ich sagen, mache ich mich wieder weiter auf den Weg. Schauen wir hier noch. Da ist nichts. Da wäre noch Kohle im Wasser. Wie schaut es hier aus? Ah ja. Ich habe keine Fackel mehr. Die Steine können wir eigentlich auch mal da weghauen. Okay, das war's dann eigentlich. Jetzt müsste man wirklich durch sein, wenn ich nichts übersehen habe. So. Da kann man noch eine Fackel anbringen. Da ist eh nichts. Genau hier waren ja noch Ressourcen. Die werden wir auch noch rausreißen. Da haben wir eigentlich eh recht gute Beute auch gemacht. So, und das Eisen noch. Oh. Ah ja, da war ja auch noch Kohle. Nehmen wir den Rest noch. Aber jetzt sind wir's.
Ah, die Kohle kann man nicht mitnehmen, das kann man da lassen. Gut. Machen wir mal die Erde weg. Ja, wurscht. Egal, gehen wir. Ah, wobei. Da ist noch Kohle. Meine Stimme ist gerade wieder ein bisschen belegt. Ich sollte dann was trinken. Haben wir leider vergessen, was hinzustellen. Aber die eine Folge, das schaffen wir schon. So. Ja, war das mal eine reine Abbaufolge? Und es ist schon wieder Nacht. Dann werden wir uns da einfach mitten im See, wenn es hier schon die Möglichkeit gibt, werden wir uns hier schlafen legen. Was sagt der Kompass? In die Richtung wird es nach Hause gehen. Das heißt, dann werden wir uns noch ein Stück in die Richtung bewegen. Und schauen, was da noch gibt. Da sehe ich auch schon wieder Akazien. Und ein Zombie, was uns begrüßt. Aber nicht mit mir. Einfach draufschlagen, bis umfliegt. Und haben wir Schweine. Ah, ist das wieder... Das müsste eigentlich... Ist das unser Tempel? Ich glaube schon. Bin ich da jetzt einmal im Kreis quasi gewandert. Weil ich wollte eigentlich noch nicht zurückgehen. Ah ja, da, das ist unser Tempel, wo ich mit dem Cedric war. Ah gut, müssen wir eine Wüste durchqueren. Kaninchen. Alle bis jetzt recht friedlich. So, ah ja, da haben wir wieder Gewässer. Das schaut auch etwas, wobei. Ich dachte zuerst, es könnten mehr sein, aber vielleicht ist auch nur See. Aha. Schwarze Kaninchen. Oder Hasen, je nachdem, wie man es nennen will. Heißen ja offiziell Kaninchen im Spiel, schauen aber eher mehr wie Hasen aus. Hallo? Ich hab da gerade was gehört. Dachte, da wäre irgendwo wer gewesen. Ui, und da brennt schon wieder. Das zweite Mal schon auf der Reise. Warte, aber hier kann zumindest kein ganzer Wald abfackeln. Na, wobei die Wiese. Hammer, habe ich eigentlich noch meine Axt dabei? Na gut. Da sollte jetzt eigentlich nichts mehr passieren.
oder? Oh. Ah ja, da oben haben die Akazien grüne Blätter, das sieht man, da dürfte das Ganze schon etwas saftiger sein. Dürften die auch mehr Wasser abbekommen. Hallo? Ich habe leider nichts für euch dabei. Und da schnauft schon wieder wer. Ah, da kommen die Kühe gerade vom Berg runter. Was sagt die Zeit? Oh, haben wir noch. Können wir noch ein bisschen in der Savanne herumstreifen. Ich bin ja gespannt, was und ob sich in der Zukunft noch was tut bei Minecraft. Weil es gibt ja doch, zum Beispiel wenn man durch die Savanne geht, so gewisse Tiere, Raubkatzen und so Sachen fehlen ja irgendwie. Und auch andere Tiere, ich weiß nicht, Elefanten, Giraffen. So gewisse Sachen, die es ja zum Beispiel in Mo Creatures quasi gab. Eben in dieser Fan-Mod-Erweiterung. Wäre schön, wenn die vielleicht auch das ein oder andere vielleicht noch Zukunft vielleicht noch das ein oder andere einbauen könnten, damit die Welt noch lebendiger wird. So, da haben wir Wiesen. So, wenn wir in die Richtung gehen, da kommen wir wieder in der Savanne rein. Können wir auf jeden Fall noch da rauf schauen, ob wir da irgendwas noch sehen. Oder so haben wir ja keine neuen bis jetzt entdeckt in der Savanne. Wäre auch irgendwie nett gewesen, vielleicht noch ein anderes Dorf zu finden, wo man sich einquartieren könnte. Punkto Versorgung und auch was halt die anderen Aufgaben betrifft, die ich derzeit noch nebenher eben erledige. Akazien. Oh, weil wir gerade davon reden, ein Wüstendorf. Schauen wir doch gleich einmal runter. Oh, und noch ein Tempel. Ist da noch ein Tempel? Es wird ja immer besser. Aber da rennen schon die ersten Zombies durch die Gegend. Oh mal, haben die da irgendwo eine Höhle oder so? Hm, vielleicht hier. Hm, interessante Kreation. Ich glaube, die kommen da raus, die Monster. Meinen darf gleich mal ein bisschen mit der Ausleuchtung helfen. Damit zumindest von da unten keiner mehr kommt. Schau mal, ist da noch wer? Ah, es wird lauter, das Gestöhne.
Ich glaube, die sind eher oben, die Typen. Dann werden wir wieder rausgehen, bevor da noch mehr passiert. Ich glaube, da oben treiben die ihr Unwesen. Ah, da waren wir. Okay, da ist kein Licht. Werden wir dir mal ein bisschen Licht auch im Dorf machen. Als Krieger haben wir natürlich die Pflicht, die Schwachen zu beschützen. Der Ehrenkodex. Der Drachenreiter. Und wie man sieht, man wird auch belohnt. Dann würde ich sagen, ich werde hier in dem Dorf quasi einen Zwischenhalt machen. Da haben wir auch ein paar Öfen. Da kann ich mein Eisen einschmelzen. Habe ich sonst noch was? Gut, Gold habe ich jetzt nicht so viel. Aber immerhin. Eine Werkbank wäre nicht schlecht. Und eine Kiste. Wobei Kiste steht ja eigentlich direkt vor mir. Ja. Dann stellen wir es da hin. Was wollte ich mit der Werkbank? Ah, ich wollte eine Tür machen. Upsa. Falsch. Und Schlafenszeit ist auch. Jo, dann würde ich sagen, das ist eine gute Stelle für eine Aufnahmepause. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch haben die letzten Folgen soweit gefallen. Speziell die mit dem Cedric, wo wir zu zweit durch die Gegend gestreift sind. Hat sich quasi heute so eben ergeben, dass er Zeit hatte spontan für eine Aufnahme. Und solange der Server rennt, bietet es sich natürlich an, das noch zu nutzen. Na, da mal Licht. Wie schaut es da oben aus? Ja, also wie gesagt, damit danke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Minecraft. Tschüss.